Jetzt, mein Spatzeli, guck mal, jetzt ist der spannende Moment da. Weißt, jetzt haben wir unsere lebenden Tiere bekommen, siehst du? Muss aber brav sein, ganz brav sein, gell? So, meine liebe Kollegen und Kolleginnen, wir haben jetzt unsere Sendung bekommen. Der Hagemann hat es geliefert, es wird aufgeschrieben mit lebenden Tieren. Und wir schauen jetzt mal, was da drin ist. Das tierische Orakel muss natürlich überall mit dabei sein. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf und gucken mal, was da rauskommt. Und da sind unsere kleinen Rakel. Seht ihr, das sind die kleinen lebenden Raupen. Die sollten später mal schöne Schmetterlinge werden. Und da sind sehr viele Teile drin jetzt, wo wir da angucken können. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir wollen euch ja hier immer einen Bezug zum Bauen bringen. Und da seht ihr, Dirikum, jetzt seid ihr brav jetzt. Brav sein, komm, brav sein, Sitz. Mach Sitz, sei jetzt brav. Also für Kinder ist jetzt hier immer solche Aufkleber drin, die sind ganz lustig, diese Geschichte. Verpuppung rauskommen und Schmetterlinge werden, kann man die ja nur 3 Tage halten und dann lassen wir sie fliegen. Aber dann ist es ja so, dass die ja im Garten bleiben sollen. Das ist also eine schöne Karte, da sind alle Schmetterlinge aufgeführt. Wir haben es, dass man das gibt, das ist der Monarchfalter. Die sollten aus unseren Raupen herauskommen. Schauen wir mal, was wir da rausbekommen aus diesem kleinen Racker. Ihr seht, die sind da drin, das sind die Schmetterlingsraupen und die werden sich jetzt in 7 bis 10 Tagen verpuppen, je nachdem wie die Temperatur ist. Kleine Stinker ist ja schon wieder da. Hallo Thierry, wir haben jetzt brav sein mit allem, was wir jetzt machen, mit den Raupen, die sind oder Schmetterlinge, ob das da noch später die Maikäfer sind, ob das die ganzen Experimente sind, wo wir noch machen wollen. Wir wollen einfach immer einen Bezug auf die Baustelle machen. Und bei der Baustelle geht es ja letztendlich immer darum, dass wir so viel mit Tieren zu tun haben, die mit Mikroorganismen zu tun haben, die Käfer mit Holzschädlingen, die uns die Baustelle zerstören. Aber wir müssen uns im Klaren sein. Immer dort, wo wir Natur haben, da können wir auch etwas machen als Baumeister, um die Natur mit einzubinden. Es ist immer, wenn wir Fehler machen, haben wir immer sofort die Mikroorganismen da. Das seht ihr dann am Herbarium noch. Dort werden wir ja ein feuchtwarmes Klima halten. Und feuchtwarmes Klima beispielsweise ist vor der Baustelle immer tödlich. Wenn dort nicht gelüftet wird, dann haben wir das Problem, dass wir Pilze und Schimmel produzieren und Mikroorganismen produzieren. In unserem Herbarium zum Beispiel gibt es das nicht der Fall. Aber da komme ich später noch drauf, wenn mal die Kleinen ein bisschen größer sind.
Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir auf der Baustelle ja immer darauf bedacht sein müssen, dass ich muss das so machen. Wenn ihr seht nachher noch ein kleiner Ausschnitt von meinem Garten, wo ich angelegt habe, damit ihr seht, wie ich diese Schmetterlinge hier halten möchte. Es nützt ja nichts, wenn ich die nach 3 Wochen fliegen lasse und die hauen mir ab. Ich möchte, dass die da bleiben bei mir im Garten. Dann züchten wir neue, wenn die Vögel fressen. Dann, ich möchte euch immer vorgeben, dass alles, was wir machen können, wie das die Natur eigentlich wünscht. Wünscht die Natur Nahrung, dann müsst ihr Nahrung verschaffen. Wünscht die Natur Ambiente, Duftstoffe, dann müsst ihr oder irgendwo, wir haben das ja hier mit diesen Zuckerpastillen, die wir da noch aufrühren können. Das seht ihr noch alles noch, damit wir da etwas Gutes machen können, was die Schmetterlinge eigentlich mögen. So ziehen wir die Tiere her. Wenn wir auf der Baustelle Probleme haben, dann müssen wir immer Hohlräume schaffen. Immer dort, wo wir Hohlräume verschaffen, beispielsweise in Rollladenkästen, Verkleidungen hinter Markisen und so weiter, alles im Außenbereich, haben wir sofort Probleme mit Tieren und Mikroorganismen. Aber das wollen wir ja verhindern. Und wir müssen jetzt nicht immer schreien. Das werden wir bei den Marienkäfern dann noch sehen. Ihr müsst nicht immer gleich schreien, die Natur ist schuld, die Natur ist schuld, die Natur ist schuld. Da kommt man bei dem Marienkäfer beispielsweise, wenn die in der Regenrinne vom Fenster drin sind, müsst ihr nicht zum Sachverständigen kommen und sagen, die Fenster sind undicht. Natürlich ist das Fenster undicht. Aus der Regenrinne sind Öffnungen da, wo Wasser entweisen kann. Aber dazu muss man nicht immer gleich einen Sachverständigen holen, wenn da Marienkäfer drin sind. Macht den Ambiente im Außenbereich, da könnt ihr es zu einem Hotel hinsetzen beispielsweise, einnisten können. Und dann gebt ihr denen ihr Fressen hin, das zeige ich euch dann nachher noch, wie das gemacht wird, wie Marienkäfer fressen. Da hängt ihr noch ein bisschen Fressen hin und dann werdet ihr sehen, die Marienkäfer werden nicht mehr dort einsteigen, sondern er steigt dort ein, wo er eine tolle Nahrung hat. Und das wollen wir hier jetzt eigentlich aus diesen Erkenntnissen von den Baustellen lernen. Wir wollen letztendlich lernen, dass wir nicht alles schädlich sein muss. Und Tiere müssen auch gut sein. Marienkäfer sind gut. Im Garten beispielsweise, die fressen mir die ganzen Blattläuse weg. Mit dem Marienkäfer haben wir sehr gute Grundlagen. Das ist die Polizei in meinem Garten. Und das ist meine Gartenpolizei. Und so muss es mit allem sehen. Schmetterlinge sind keine schlechten Tiere, das sind nützliche Tiere. Ihr müsst immer alle Spinnen beispielsweise, fressen Schnaken, die fressen alle die Tiere, die wir eigentlich nicht wollen. Wenn wir ein Biotop halten wollen, müssen wir ein Biotop schaffen, mit dem können wir dann auch leben. Aber schaffen wir Biotop auf der Baustelle, wo wir beispielsweise großes Klima mit Hohlräumen schaffen, haben wir Probleme mit Bauschäden. Und dann haben wir die Probleme, dass die Tiere ja Schäden produzieren. Und das geht dann so weit, dass wir bis auf den Fraß von Dachstühlen die ganzen Normen, die Dämmungen werden aufgefressen. Das seht ihr dann auch in den Schäden, noch in den Schadensbildern. So, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was aus meinem Garten und zeige euch dann nachher, was es heißt, Ambiente zu schaffen. Und wenn ihr einen Schaden produzieren wollt auf der Baustelle mit Tieren, dann müsst ihr nur hingehen und Hohlräume schaffen. Und in diesen Hohlräumen habt ihr dann das. Da macht ihr das Gleiche wie in meinem Garten. Dann produziert ihr ein tolles Klima, ein ideales Lebensgrundlage und dann kommen die Tiere. Aber nur die, wo kein Schäden produzieren. So, ich möchte euch jetzt noch mal ein bisschen das Experimente, Baufachformlexikon Experimente vorstellen. Ihr seht, da habe ich mir extra ein bisschen einen Raum geschaffen. Es ist ein Herbarium da, da werden wir dann noch einige spannende Sachen machen. Wir werden hier noch Versuche machen. Allem voran wird das nächste sein, ich werde euch mal eine Bananenuhr zeigen, wie man aus Bananen Strom machen kann. Das ist eine ganz spannende Geschichte, aber jetzt
einfach mal ein bisschen den Garten anzuschauen, um zu sehen, was es heißt, Ambiente zu schaffen. Ambiente ist es immer so, wenn wir auf einer Baustelle etwas liefern, wo etwas kommen soll. Wenn ich möchte, dass hier irgendjemand kommt wo Wasser mag, dann kann er hier kommen, da habe ich so ein kleines Schwimmbädle gemacht, natürlich ja, klein halt, aber fein, und da kann jetzt die Tiere holen. Da seht ihr, da habe ich zum Beispiel Rosinen da gemacht, das zeige ich euch dann auch noch, wie man das gemacht hat, wie man das macht. Rosinen lieben Maikäfer, wenn ihr die einlegt in Zuckerwasser, dann habt ihr hier Maikäfer da, da ist ein für meine Schmetterlinge später ist da alles hergerichtet. Wir haben jetzt hier noch Steingärtle angelegt, damit da unten Pflanzen da sind, Distelpflanzen da sind. Hier haben wir was ganz Schönes, da ist dann die Vogelabteilung. Ihr seht, da habe ich natürlich alles hergerichtet, was die Vögel mögen. Vögel mögen Lavendel beispielsweise. Darum haben wir da oben Lavendel gemacht. Da ist die ganze Fressstation für die Tiere. Da haben wir was Schönes. Da haben wir eine Passionsblume. Seht ihr? Und das ist eigentlich jetzt Bauphysik. Eine Passionsblume ist eine Kletterpflanze. Das seht ihr hier und die klettert. Und da seht ihr, dass die sich mit diesen Haken hier an dieses Gitter hinschafft und sich festhält. Da seht ihr es noch mal deutlich. Seht ihr? Eine Passionsblume ist zum Beispiel die Blume, wenn die dann nachher blüht, da sind die Folterwerkzeuge von Christus drin. Frag mich nicht, wer das gezüchtet hat, wie man so etwas hinkriegt. Nein, wichtig ist es, da seht ihr, wir haben hier ein verzinktes Gitter dran. Hätte man hier jetzt ein Kupfergitter beispielsweise dran, wären die Pflanzen sofort kaputt. Das ist Ambiente. Also wenn ich die Pflanzen töten möchte, dann mache ich Kupfer hin. Möchte ich sie nicht töten, dann muss ich hier verzinktes Material machen. Da sind jetzt praktisch, da habe ich noch einen kompletten, Riechgarten gemacht. Da kommen die Vögel, da seht ihr das Futter dazu, wo die Vögel kommen. Die sind also morgens um 5 Uhr sind die immer schon da zum Frühstücken. Und da seht ihr, jetzt habe ich denen noch Duftstoffe dazu gemacht. Da ist Thymian drin, da ist Oleander drin. Ich will noch einen Knoblauch her tun. Es muss klar sein, ich habe mir meinen Garten nicht deswegen gemacht, dass ich da jetzt eine Riesenfreude habe, sondern ich habe meinen Garten darum gemacht, weil ich möchte, dass die Tiere das alles fressen. Darum habe ich ja auch da drüben ein Beerenbäumle gemacht. Wenn der jetzt nachher Beeren hat, will ich die ja nicht selber ernten, sondern die kriegen ja die Vögel zum Fressen. Das muss ja klar sein. Und da haben wir jetzt die Bienenstation, also alles, was wir für Insekten haben. Da wuselt es immer, wenn schön Wetter ist, von Insekten da drinnen. Ich möchte auch, dass die auch da bleiben. Und eins ist auch klar, seit ich dieses Insektenhaus hier habe und das ein bisschen beleuchtet habe, daran habe ich in der Wohnung drin keinerlei Viecher mehr. Die kommen alle daher und sind daher glücklich. Da haben wir wilder Wein drin, der soll hochranken, auch einfach für die Tiere gemacht. Und darum seht ihr, das Ganze ist so hergerichtet, dass Tiere jetzt hier einfach ein bisschen Freude finden können. Und was natürlich hier kommt, ihr seht da Hummel, da kommt, wenn die Sonne hierher scheint, sind Hummeln da, da kommen Bienen, und das ist die Werkstatt nachher, wo wir unsere Experimente machen. Das nächste Experiment, wie gesagt, das wird sehr spannend sein, wir werden aus Bananen Strom machen. Und da lade ich euch jetzt schon recht herzlich ein dazu. Thank you.
Thank you.